Herzlich willkommen in Ingolstadt, im bitterkalten Ingolstadt, zum bayerischen Duell Ingolstadt gegen Bayern. Ja, bitterkalt, gerade so über 0 oder 0 Grad, würde ich jetzt mal schätzen. Wir sind gespannt heute auf das Spiel, aber es ist nicht das einzige Spiel, was wir heute hier haben. Denn wir haben heute noch Leverkusen gegen Frankfurt, Ingolstadt gegen Bayern, Bremen gegen Gladbach, Darmstadt gegen Dortmund und Leipzig gegen Hamburg. Ja, das Spiel in München hier, das Hinspiel war ja gar nicht so schlecht angefangen. Und ja, für die Ingolstädter haben ja 1-0 geführt, aber haben dann im Endeffekt noch 3-1 verloren. Und ja, ich bin heute gespannt, was sie heute machen. Die Ingolstädter, die stehen ja schon nicht so gut da. Aber erstmal die Aufstellung. Viel hat sich da nicht verändert. Lescano und Lecky halt die Schlüsselspieler, würde ich jetzt mal so nennen. Lescano hat das 1-0 in München gemacht. Aber es hat ja nicht gereicht, wie schon gesagt. Gut, kriegen wir jetzt auch nochmal die Bayern-Aufstellung. Weil sonst würden wir rübergehen nach Darmstadt. Nein, hier haben wir sie. Also, Müller statt Thiago und Costa statt Ribéry. Boateng immer noch verletzt, dafür Martinez, Alaba noch. Aber wir sind erstmal in Dortmund. Jascha zur Heide. Und wir sind nicht in Dortmund, wir sind in Darmstadt, Entschuldigung. Wo es hier auch, glaube ich, so minus 2 Grad sind, also es ist echt kalt an diesem 20. Spieltag. Wir können gleich mal loslegen. Darmstadt mit dem Anstoß. Wie gewohnt im Blau-Weiß. Dortmund, wie immer, in Gelb-Schwarz. Jetzt gleich mal im Angriff. Feigl mit Reus, das war nix. Schlechter Pass. Jetzt erstmal den Einwurf für Heller. Tor in Ingolstadt. Ja, dann sind wir gleich wieder zurück. Vidal, der macht es. Nach gerade mal 3 Minuten ist er hier schon zur Stelle und macht den Fein rein. Also ein sauberes Tor. Klasse gemacht. Klasse gemacht. Und ja, das kam unerwartet ein bisschen. Wahrscheinlich wollen die Bayern endlich mal wieder gut spielen für ihre Verhältnisse. Haben wir gegen Schalke nur 1-1 gespielt. Das ist natürlich nicht der Bayern-Anspruch. Und deswegen steht es ja 1-0. Da gerade mal 3 Minuten. Wir gehen nach Leipzig. Ja, hier kommt gerade die Chance. Geht er jetzt? Dämme. Der probiert's. Nein. Ein herzliches Willkommen auch aus Leipzig. Gerade die Riesenchance für Paulsen war. Ja, das war vorhin. Und ja, hier geht's eigentlich mit der Kälte, aber wir sind ja auch nicht wegen Wetter hier, wir sind wegen Fußball hier. Die Hamburger haben ja noch eine kleine Rechnung offen, die haben 4-0 daheim gegen Leipzig verloren im Hinspiel. Und das soll auf jeden Fall heute nicht so sein. Jetzt erstmal, der immer wieder. Werner, nee. Und wir gehen weiter nach Leverkusen. Aber Frankfurt kommt. Ja, das war aber nicht. Ja, Leverkusen noch keinen Sieg 2017 gehabt in der Bundesliga. Also heute müsste man schon mal ein bisschen Akzente setzen. Frankfurt, klasse Spieler, eigentlich kann man nichts sagen. Hat ja nicht gut angefangen, gegen Leipzig 3-0 verloren, aber haben sich dann ganz schnell wieder gefangen. Oh, und Leno ist da. Und nochmal Leno. Das war ganz schön knapp. So, erstmal ein Abstoß. Und wir gehen weiter zur letzten Station, nach Bremen. Herzlich willkommen aus Bremen. Hier scheint die Sonne.
wenn jetzt jeder mit dem Wetter anfängt. Aber Bremen kommt ein bisschen, also in der Anfangsphase, mehr aktiver, würde ich mal behaupten. Bartels, kein Foul, Zarro bringt die Flanke, aber Sommer ist da. So, vielleicht ist mal ein bisschen Platz für Gladbach. Raphael. Kommt da was? Wind. Wind. Nein. Wir gehen weiter nach Ingolstadt. Oh, Ingolstadt kommt jetzt mal ein bisschen, aber Abwehr steht eigentlich ganz schön gut für die von den Bayern. Aber vielleicht jetzt mal. Vidal ist da. Vidal ist nochmal da. Alaba. Costa. Na dann sofort hin. Herrliches Tor von Timo Werner. Er ist wieder da und macht direkt das Tor. Und das war einfach nur herrlich. Hier nimmt er ein. Und zack. Klasse gemacht von Timo Werner. Alter, kann man eigentlich gar nicht sagen. Durch die Beine auch noch. Und ja, es sieht schon wieder kritisch aus für Hamburg. Die jetzt aber ruhig weiterspielen müssen. Bin mal gespannt, wie sie drauf reagieren. Und Werner macht in der 17. Minute das 1:0. Klasse Tor. Und es geht auch in Ordnung, weil Leipzig hier schon wieder nach vorne geht. Nach dem 1:0. Nach der 1:0 Niederlage in Dortmund. Wollen sie ja wieder einen Sieg einfahren. Aber vielleicht kontert mal Hamburg. Ne, das war nüscht. Weiter nach Darmstadt. Ja, Darmstadt jetzt vielleicht ein bisschen Platz gegen Bartra Gondorf Rosenthal. Ja, nee. Aber was wir noch nicht erzählt haben, dass Altin Top auch schon mitspielt wieder. Also der neu verpflichteten Mann. Als. Nee. Also hier passiert nicht viel. Ab nach Leverkusen. Hier passiert ebenfalls nicht viel, aber ein Foul jetzt. Und wahrscheinlich auch noch gelb, oder? Das heißt. Gelb würde ich aus. Yep, gelb. Gegen Bailey. Ah ja, da geht er schon ziemlich rein. Nee, das muss nicht sein. Gelb geht absolut in Ordnung. Ja, und man merkt halt schon, dass Chicharito verletzt ist, dass Çalhanoğlu halt gesperrt ist. Sie sind halt schwer zu ersetzen. Jetzt kommt erstmal Arangnes, Bellarabi. Oh, 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 Meier jetzt. Bisschen Platz, aber stark gelöst. Wieder Meier. Der ist wieder dabei. Und Leno ist wieder da. 25. Minute. Er hält stark. Klasse gehalten. Und wir gehen weiter nach Bremen. Ja, Gladbach jetzt vielleicht mal ein bisschen. Aber viel kann man hier nicht sagen. Beide probieren, aber ja, sieht nach nichts aus, wenn man behaupten. Oh, was machen die denn im Strafraum? Ja, Bremen bräuchte mir schon nochmal einen Sieg. 3:2 in der letzten Minute am Sonntag gegen Augsburg verloren. War natürlich auch richtig bitter, aber jetzt erstmal Stindl und Stindl und 1:0! Gladbach führt in Bremen. Halbe Stunde durch. Starker Pass, starker Schuss, da hat alles gepasst. Na gut, ob es verdient war, keine Ahnung, ist ja nicht viel passiert. Eieiei. Entschuldigung. Eieiei, jetzt 1:0. Okay. Tor in Ingolstadt. Dann gehen wir da sofort hin. Das nächste Tor.
Lewandowski macht sein 16. Tor, wenn ich mich jetzt nicht täusche. In der Bundesliga Müller. Schöner Pass und einfach nur herrlich. Also einfach nur herrlich. Und ja, Ingolstadt sieht gerade ein bisschen alt aus. Die haben sich bestimmt noch ein bisschen mehr gehofft gegen eigentlich schwächere Bayern, aber ja, anscheinend ist der Knoten geplatzt. 2-0 für die Bayern. Ganz wichtig. Auch Lewandowski trifft mal wieder. Also wie, was macht Ingolstadt jetzt? Also die dürfen wir jetzt nicht noch mehr den Faden verlieren. Aber wir gehen erstmal weiter nach Darmstadt. Jojo, hier plätschert das Spiel vor sich hin. Also hier ist nicht viel Torgefahr. Er ist ja jetzt erstmal mit dem Abstoß. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt mal ein bisschen Darmstadt. Mit Sam. Schiplock. Aber die kommt da nicht richtig raus. Die 11 Meter in Bremen. Na, dann gehen wir da hin. Und hier gibt es den Elfmeter für Bremen. Wegen solcher einer Aktion hinten rein. Also nicht direkt hinten rein, aber das reicht ja vollkommen aus, um Strafstoß zu geben. Also ganz klare Entscheidung. Und ja, Sommer gegen, wer wird antreten? Pizarro wird antreten und er wird direkt schießen. Aber Sommer hält ihn! Kein Tor. Hier. Er hält ihn aber sauber. Das muss man nur lassen. Stark gehalten. Klasse gemacht. So, Ecke gibt's aber vielleicht jetzt nochmal. Nope. Aber, nee, abgepfiffen, Abseits. Kam aus dem Abseits. Wir gehen weiter nach Leverkusen. Ja, so langsam nimmt das Spiel Gestalt an. Leverkusen kommt jetzt auch gut rein. Tor und Darmstadt. Aber, na dann gehen wir dahin. Ja, Dortmund führt 1-0, 38. Minute, was jetzt so langsam war. Oh, ja, stark gemacht auf jeden Fall. Erst gegen Pfosten und dann, also es wäre vorauszusehen, muss man einfach sagen, weil Dortmund hat hier viel mehr gemacht. Darmstadt kam schon gar nicht mehr hinterher. Aber die Chancen waren zu wenig, deswegen hat es auch vor sich hingeblätschert, das Spiel. Aber jetzt, wahrscheinlich braucht es das Tor, um reinzukommen. Ob er reinzukommen. Wahrscheinlich. Ja. 1-0 für die Dortmunder. Geht völlig in Ordnung. Und wie reagiert Darmstadt auf das Gegentor? Aber wir gehen dann weiter nach Leipzig. Ja. Hier war gerade eine kleine Chance. Also Hamburg kann glücklich sein, dass hier nur 1-0 steht, weil Leipzig spielt Hamburg gegen die Wand. Aber vielleicht kommt ja auch mal Hamburg jetzt. Müller, Holtby. Der Flanke. Nope. Aber Ball ist noch heiß. Nein. Sabitzer. Tor in Darmstadt. Dann gehen wir wieder nach Darmstadt. Aubameyang wird sein, ja, er wird seinen Torjäger treu am besten. Nein, also 2-0 steht es hier. Klasse Tor. Einfach schön gesehen. Und ja, herrlich. Das macht den BVB aus. Einfach ein starkes Tor. 2-0. Absolut gerechtfertigt jetzt. Darmstadt, das hatte man schon gesehen, die konnten den Druck hier einfach nicht standhalten von Borussia Dortmund. Aber es sieht auch richtig schlimm jetzt aus in der Tabelle. Für Darmstadt gerade mal 9 Punkte. Oder 8. Weiß jetzt nicht direkt. Aber wir gehen erstmal weiter nach Ingolstadt. Da steht es auch 2-0. Für die Gäste. Joop, eben sogar fast das 3-0. Jetzt kommt nochmal Costa mit Alaba. In Kombination, aber was da das denn? Naja, das war eher nichts.
Einwurf. Nee, den hat Lewandowski. So, wir würden... in allen Spielen ist schon Halbzeit, okay, dann müssen wir kurz hier bleiben. Jetzt kommt aber erstmal Müller. Müller, was macht er? Costa. Ja. Gegen wen war es? Gegen den Ingolstädter. Erstmal gegen Spein. Ja, da fliegt ja immer noch der Ball. So. Alonso bringt die Ecke. Und nope. Noch eine Ecke. Also wir sind ja schon glatt über 3 Minuten. Und noch eine Ecke. Wir müssen hier bleiben. Das gibt's da gar nicht. Und die Fans, die sie hier hören, das sind auch nur Bayern-Fans, glaube ich. Also die Ingolstädter, die gucken hier noch ein bisschen blöd. Oh, den hat Hansen. Jetzt aber lahm. Jetzt ist aber Feierabend hier fürs Erste. Ja, Bayern macht das sehr gut. 2-0 und ich glaube ja auch nicht mehr, dass Ingolstadt noch zurückkommt. So. Gut. Fürs Erste geschafft. Die Bayern. Wir sehen uns dann in der zweiten Halbzeit wieder in Leipzig. Herzlich willkommen in Leipzig. Geht es weiter. Die führen 1-0 gegen die Hamburger. Jetzt vielleicht direkt mal kommen. Nein, den hat Werner. Jetzt erstmal Forsberg. Paulsen. Ah, Werner. Werner steht davor. Macht er ihn. Er macht ihn nicht. Und aufgepasst. Fast noch das Eigentor. Und jetzt gibt's doch gar nicht, was die hier für Chancen haben. Und machen die nicht rein. 11 Meter in Ingolstadt. Ja, dann gehen wir sofort nach Ingolstadt. Es kommt noch dicker, wenn man es so sehen will. Müller wird gefoult. 11 Meter und noch eine gelbe. Also Ingolstadt sieht jetzt nicht gut aus. Lewandowski setzt hoch an und macht das Ding. Ganz klassisch. Schönes Tor. Und hier sehen Sie Ingolstädter. Eieiei, 3-0 nach 50 Minuten, wie soll das enden? Also Bayern spielt hier Ingolstadt ganz klar in die Wand. Hansen, der guckt ja auch nur. Keine Chance, den Ball zu kriegen. So, 51 Minuten durch, 3-0 für die Bayern, also hier ist eigentlich alles im Sack. Was, also ob hier noch was passiert für die Ingolstädter, ich glaube es eher nicht. Deswegen gehen wir weiter an Leverkusen. Ja, wo das Spiel eigentlich sehr, sehr interessant ist, aber die Tore kommen einfach nicht. Sehr, sehr schöne Aktion, aber die Chancen, die lassen sie so liegen. Ist dann so lala. Wenn sie mal Chancen bekommen, das passiert auch nicht oft. Aber jetzt durch die Beine. Meier wird gehalten. Vorteil und wird wahrscheinlich abgepfiffen, ja. Ja, hier gibt's erstmal den Wechsel und wir gehen weiter nach Bremen. Hey, Kruse. Und macht fast das 1-1. Hier gibt es auch einen Wechsel. Ne, hier gibt es die gelbe Karte, Entschuldigung. Clemens Fritz, 57. Minute. Kriegt auch noch gelb, also.
Ja, klar, ganz klar. Nee, jetzt müsste es. Ah, jetzt gibt es den Wechsel. Gebrey Selassie kommt. Und für mich nochmal anzusprechen, dass ich auch Twitter habe. Also könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. @FineAndBlaze und könnt mir euch fragen oder wenn ich mal was schreibe, dann wisst ihr gleich, was los ist. Aber nur so eine kleine Anmerkung nebenbei. Wir gehen gucken weiter aufs Spiel. Jetzt erstmal Janschke auf Hoffmann. Dann vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr Offensivaktion. Da ist Delaney auf Pizarro. Pizarro, der macht 1-1! Da ist das Tor, wo es auch herkommt. Ich habe keine Ahnung, aber es ist ein Tor. Klasse. Einfach nur herrlich. Für Sommer auch gar keine Chance. Ähnliche Situation wie gegen, wie das 1-0 von Gladbach. Und ja, also in der zweiten Halbzeit kam halt nicht viel, deswegen ist sehr, sehr überraschend das Tor. Aber warum nicht? Warum nicht? Also hier 1-1 und in Darmstadt 2-0. Für Dortmund. Also Aubameyang, wollen sie es noch weiter ausdehnen, das Ergebnis. Aubameyang, der lässt sich den Ball nicht abnehmen. Das Piss-Track. Nope. Darmstadt, die kommen hier nicht raus. Die wissen nicht. Die wissen, glaube ich, nicht richtig, was sie mit dem Ball anfangen sollen. Oh, bisschen verspielt. So, Heller. Heller, was macht er? Wird abgenommen von Weigel. Ja. Tor in Ingolstadt. So. Dann gehen wir rein. Ein Ehrentor lässt Kano was, genauso wie im Hinspiel, und hier, da lässt er sich den Ball, glaube ich, nicht nehmen. Ja, starkes Tor, aber es bringt, glaube ich, jetzt auch nicht mehr viel. Ja, wie ein kosmetischer Eingriff ins Ergebnis. Aber ich glaube jetzt nicht durch das 3-1, dass hier Bayern sich nochmal, dass Bayern es nochmal spannend macht, also glaube ich eher nicht. Jetzt haben wir dasselbe Ergebnis wie im Hinspiel, das ist ja auch nicht schlecht, und Lescano trifft wieder gegen Bayern. Aber wie sieht es denn eigentlich in Leipzig aus? Ja, Paulsen! Paulsen macht das nicht. Die machen den Sack hier einfach nicht zu, das kann man sich jetzt vorstellen wie Dortmund gegen Leipzig, da war es auch so. Tuchel hat noch gesagt, ein 1-0 als, ja, ein 4-0 als ein 1-0 verkleidet. Und so könnte man das hier auch nehmen. Also Leipzig hat hier Chancen ohne Ende. Also, jung, aber Hamburg, die müssen jetzt schon mal noch mal ein bisschen kommen. Es steht 1-0 für Leipzig, es ist nicht viel. Ein Tor und sie wären wieder drin, aber Paulsen vielleicht hier sogar das 2-0, nein! Und wir gehen weiter nach Leverkusen. 70 Minuten durch. Es ist noch kein Tor gefallen, das ist eigentlich unvorstellbar hier. Jetzt wieder Wendel, aber was macht der denn? Eieieiei. Jetzt aber Meier. Zwebic. Warburg. Schändler. Wieder Rebic. Nee. Leno hat das Leder. Was macht der denn, Meier? Jetzt wieder Riesenchance. Er ist nicht drin. Das gibt's doch gar nicht. Was macht Leno denn da? Hier. Der sollte zu Brand oder zu Kampel gehen. Oh, das war jetzt echt gefährlich. Da hätte es aber richtig Diskussionen gegeben. Gegen Leno wieder. Der stand schon oft in der Kritik. Aber wir gehen erstmal weiter nach Bremen. Da steht es ja auch unentschieden. Noch. Also Gladbach und Bremen haben ja auch Riesenchancen.
Bremen eben zum 2:1. Gnabry, ja. Das war dann eher nüscht. Genau mal. Ja, den hat er völlig verzogen. X-Star. Viertelstündchen noch. 1:1 hier. Christian Janschke. Hoffmann. Was machen sie jetzt? Einwurf. Bleibt es wieder nur ein Unentschieden. Das ist Raphael. Jetzt vielleicht mit der Flanke mal. Mit Hoffmann. Da ist Kramer. Was macht er? Johnson. Was machen die denn, Raphael? Die spielen. Oh, oh, oh. Stark gemacht, aber das hin und her, das hat mich jetzt, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Hier eine starke Chance. Und wir gehen nochmal rüber. Nach Darmstadt. Ja, Chance jetzt. Dortmund. Ja, das war dann eher nicht. Hatte man sich jetzt ein bisschen mehr erhofft. Eieiei. Ja, Darmstadt. Nee, das wird hier nicht. Jetzt. Sam, also vielleicht nehme ich mein Wort zurück. Die machte. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man den nicht reinmachen? Was macht er denn da? Eieiei, also da braucht man sich nicht wundern, dass es hier 2:0 steht. Da hätte es echt nochmal spannend werden können. Er macht ihn nicht rein. Das gibt's doch gar nicht. Und wir gehen nochmal nach Leipzig. Was soll... Oh, was soll ich denn hier sagen? Leipzig hat hier Chancen. Jeden im Minutentakt eigentlich. Und macht die Dinger nicht rein. Das gibt's doch gar nicht. Und die führen 1:0, also. Wenn es hier am Ende 1:1 steht, weil sie ihre Chancen nicht genutzt haben, dann... Ja, dann brauche ich mich wirklich nicht wundern. Erstmal ein Wechsel hier. 85 Minuten gespielt fast. Also wirklich, also hier hätte es wirklich 5:0 stehen können, also Hamburg mit Glück. Wir sehen es auch oben, Schüsse, 6:1, das gibt's doch gar nicht. Hamburg war einmal vorm Tor und das war ja nicht mal eine interessante Situation. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt erstmal Rani Kedira, Selke. Er schießt auch mal, das gibt's doch gar nicht. Also hier die Chanceverwertung, wenn sie viele Chancen sehen wollen, dann bleiben sie einfach hier in Leipzig, dann haben sie. Ja, 1:0 hier und 0:0 in Leverkusen, wir gehen mal rüber. Ja, die Fans feuern nochmal Leverkusen an, aber es sieht nach einer Nullnummer aus. Weil es in der Schlussphase, so die letzten 10 Minuten jetzt, waren dann überhaupt nichts mehr. Mehr Fouls, wie sie es oben sehen. 7:3. Aber vielleicht nochmal Campbell, Bailey. Ne. Hernandez. Nix. Hasebe, Rebic. Vielleicht das Last-Minute-Tor jetzt. Meier, ne. Weg das Ding. Ey, gibt es einen Wechsel und wir gehen rüber nach Bremen. Wo es jetzt richtig interessant wird. Vielleicht jetzt mal. Er schleicht sich durch. Mit Pizarro, Delaney. Delaney, was macht er? Er macht das Ding! 2:1 und die ganze Hütte steht. Es hält niemand mehr auf den... Rängelplätze, was auch immer, 2:1. Pfosten noch und rein. Die haben das Spiel gedreht, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. 2:1, Bremen gewinnt das Ding wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und hier hält's niemand mehr auf den Rängen. Und Spielende in Darmstadt, Ingolstadt und Leipzig. Danke für die Info, liebe Regie. Die dann, wo ich bin. Und
2:1, 90. Minute, das gibt's. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt, das war's hier. Bremen macht noch das 2:1 und wir gehen nochmal schnell rüber nach Leverkusen. Wo jetzt Leverkusen hofft, dass sie auch nochmal den Last-Minute-Treffer kriegen, aber es sieht eher nach Frankfurt aus. Die es jetzt hier nochmal probieren, aber der geht ins Aus und es sieht wirklich aus nach einer 0-0. 5 Minuten durch die Nachspielzeit. 5 Minuten durch. Abstoß gibt's nochmal. Das wird dann aber wahrscheinlich das letzte sein. Nee, Meier. Nein, das war's. Frankfurt und Leverkusen erhalten einen Punkt. Und hier sehen Sie nochmal die Ergebnisse. Leverkusen 0-0, Darmstadt verliert 2-0, Bremen gewinnt 2-1, Ingolstadt verliert 3-1 und Leipzig gewinnt 1-0. Das war's von mir. Bleiben Sie sportlich. Ciao.